Jakob Meilenstein ist der Held des Tages. Gestern Abend hat er in der Hockey Champions League gleich 2 Tore geschossen. Es waren seine ersten beiden Tore. Und ganz, ganz wichtig war das Tor in allerletzter Sekunde. Mit nur 21 Jahren hast du gestern dein Team zum Sieg geschossen. Du hast eine Nacht drüber geschlafen. Welche Emotionen kommen jetzt hoch? Ja, war natürlich überglücklich. Habe auch länger gebraucht, bis ich eingeschlafen habe. War ein bisschen, wild gestern und ja, hat mich natürlich gefreut. Du bist einer von mehreren jungen Spielern, die momentan die Chance haben, in der Champions League zu spielen. Was bedeutet dir das? War eine gute Chance für uns Jungen, uns zu zeigen, und ich finde, wir haben es alle gut gemacht. Und wie gesagt, haben uns eigentlich alle ganz gut verkauft. Auch für den Jakob gut für sein Selbstvertrauen. Es fühlt sich für einen jungen Spieler immer toll an, wenn man mit Toren seinen Teil dazu beitragen kann. Wir wissen, dass er sehr gut ist, und die harte Arbeit hat er gestern mit seinen 2 Treffern belohnt. Der Gruppensieg ist noch nicht sicher, allerdings der Einzug ins Achtelfinale schon. Was erwartet ihr euch jetzt? Ja, jetzt gilt erstmal wieder der Fokus auf das Spiel morgen in Bremerhaven. Aber sicherlich wollen wir den ersten Tabellenplatz sichern, damit wir dann im Achtelfinale den Zweitplatzierten bekommen. Aber ja, jetzt sind erstmal die Ligaspiele wichtig. Zeit zum Verschnaufen bleibt euch aber trotzdem nicht. Gleich morgen geht es weiter in der deutschen Eishockeyliga gegen Bremerhaven. Seid ihr gut vorbereitet? Was erwartest du? Ja, wieder ein hartes Spiel in Bremerhaven, ist immer schwer und ja, sind immer gut vorbereitet. Ja, wir haben ja auch die letzten 2 Jahre gegen Bremerhaven in den Playoffs gespielt. Das ist eine sehr hart arbeitende Mannschaft, die unangenehm zum Spielen ist. Da gilt es aber trotzdem wieder auf uns zu konzentrieren, dass wir auch mit weniger Spielern, die wir gerade zur Führung haben, wieder Vollgas geben. Wir müssen schaffen, besser die Scheiben zu platzieren, um, wie ich gegeben, was war das letzte Spiel, gegen Ingolstadt besser im Vorcheck kommen, dass wir die Scheiben zurückgewinnen. Und ja, es wird ein hartes Stück Arbeit, aber wenn wir unsere Leistung bringen, werden wir dort die Punkte mitnehmen. Die Niederlage gegen Ingolstadt, das war ein kleines Tief. Was bedeutet jetzt dieser Sieg von gestern auch für die Motivation? Ja, so Tiefs sind auch wichtig im Lernprozess der Mannschaft. Wir müssen aus den Fehlern lernen, die wir zurzeit machen. Es ist gut, in den Videoanalysen zu sehen, was wir noch falsch machen. Wir wissen, dass noch ein langer Weg ist, bis wir ja, unsere Topleistung abrufen. Und deswegen sind solche Rückschläge auch immer gut zu wachsen. Bremerhaven hat die letzten 3 Heimspiele gewonnen, ist in der Tabelle aber weit unter euch. Wird es schwierig werden? Ja, wie jedes Auswärtsspiel, keins ist leicht, aber ja, wir brauchen uns, glaube ich, vor keinem verstecken. Es ist bestimmt nicht unser letztes Interview mit Jakob. Vielen Dank und viel Erfolg für morgen Abend. Okay.